guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Und natürlich freue ich mich auch, dass die beiden Referenten Markus Runau und Thorsten Eberhardt wieder für uns die Zeit gefunden haben, mit uns FXFlat das Webinar zu veranstalten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße den Namen von FXFlat. Von meiner Seite aus gibt es nicht so viel noch zu sagen, außer das Wichtigste, der Risikohinweis. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungsinformationszwecken. Unabhängig vom Inhalt, ganz wichtig, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? So, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich auch gerne hier an der Stelle pausieren. Aber wir werden weitermachen und ihr müsst mir nur verraten, wer heute zuerst den Bildschirm bekommt. Ich bin's. Markus, du kannst anfangen. Ganz So soll genau. es sein. Dann viel Erfolg, viel Spaß, wenn irgendwas ist. Ich bin im Hintergrund. Dankeschön. Ich wechsle das nur mal schnell den Bildschirm. Ich hoffe, dein Tradescanner hat nicht so viel Chaos. Jetzt haben wir es ganz ruhig. Genau. Wir haben ja wieder das Thema Optionshandel mit Systemen in jeder Marktlage. Wir machen nur eine ganz kurze Präsentation und dann wollen wir auch uns in die Märkte stürzen. So ist der Plan für heute. Genau. Risikohinweis hatten wir schon. Nur mal ganz kurz zu meiner Person. Ich stehe hinter dem Trade Scanner, ab den seit 1,5 Jahren ungefähr ist ja am Laufen, Januar 2022. Ich komme ja aus der Industrie, habe Chemie studiert und dann eben technisches Management und Business Administration. Bin halt so der totale Prozessmensch und handle aber selber auch natürlich besonders Cash-Secured Puts, Strangles und Aktien Long. Genau, hier sieht man auch, ich mache auch den Renditebrief und da sieht man, dass es doch eine sehr, sehr konstante Kurve ist, was ich hier mit allein Cash-Secured Puts handle. Thorsten. Ja, genau. Der Kollege hier mit der Fliege, das bin ich. Bin studierter Wirtschaftswissenschaftler, habe Jahre in der Rohstoffindustrie aktiv verbracht, war in unterschiedlichen internationalen Projekten involviert, auch mit längeren Vororttaufenthalten in Übersee, also Nordamerika und Asien. Und widme mich jetzt Vollzeit dem Optionshandel und habe jetzt auch mit Options for Winners seit ungefähr, glaube ich, so 2, 3 Jahre einen YouTube-Kanal und einen schönen Club für den Optionshandel. Genau. Und wir wollten jetzt heute so mal durchgehen, dass wir erstmal so sagen, was ist so die Gesamtmarkteinschätzung. Dann werden wir so ein bisschen Sektoren reingehen. Dann werden wir uns Einzelwerte anschauen und dann eben auch schauen, wie kann man so einen Trade absetzen. Das werden wir dann ganz praktisch in der TWS machen und gehen dann so durch, dass jeder da so von uns so die Einschätzung macht. Natürlich sind wir auch immer froh, wenn auch mal Fragen kommen. Genau. Ich habe jetzt heute einfach mal hier den S&P 500 mir mal symbolisch, das war der Live-Kurs vor einer Stunde ungefähr, mal rausgeholt. Und was mir immer auffällt, der will einfach nicht über die 4200er Marke, die ich da rot eingezeichnet habe. Also er weigert sich bisher vehement darüber zu gehen. Aber was heute besonders spannend war, der IWM. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen, Thorsten? Der ist da richtig rausgeschossen aus dem Bollinger Band und schießt nach oben. Genau. Ups, so schnell sind wir natürlich nicht fertig. Ich möchte damit jetzt nochmal kurz in den Trade Scanner. Thorsten, bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay. Genau, ich wollte jetzt hier mal ins Marktmodell kurz reingehen. Da bei den Indizes sieht man, die sind alle eher auf der bullischen Seite. Also ich habe jetzt hier wenig, wo es mal ein bisschen niedrig ist, Dow Jones an sich. Auffällig war für mich jetzt am Wochenende, dass der DAX
extrem weit oben schon stand. Countertrend Short hat er angezeigt. Das heißt, das war der Wert vom Freitag. Wenn uns das, ich bin jetzt mal ein bisschen der Springer. Ich nehme jetzt hier mal meinen Agena Trader rein. FDAX, das war der Wert hier vom Freitag und zack, zack, ist es runtergelaufen. Das heißt, das Marktmodell hat sehr, sehr gut hier angezeigt. Hier, es wird eine Wende kommen. Da steht Countertrend Short. Und das bedeutet genau das, dass er hochgelaufen ist und dann dreht er runter. Genau, hier bei den Sektoren ist jetzt die Volatilität wieder angestiegen die letzten Tage. Deshalb ist es hier so ein bisschen orange. Und so die beliebtesten Sektoren aktuell sind so Communications und Technology. Genau, und da kann man dann eben relativ schön hier Strategien raussuchen. Ja, genau, und dann wird man Tag, 1, 2 Tage zurück, was nach unten war. Und dann zum Beispiel hier im Cash Secured Put-Bereich gibt es zurzeit Unmengen an Werten, die man filtern kann. Also, jetzt sind wir wahrscheinlich ein bisschen schnell hier mit der ganzen Geschichte. Also was sieht man hier? Ich habe jetzt hier mal aufgemacht, so klassischer Cash Secured Put. Und das sind immer die orangen Pfeile, sind Signale. Das heißt, da kann man sehen, wie hat der in der Vergangenheit funktioniert. Dann habe ich immer EMA-Filter, das ist lila, blau, gelb. Wenn die übereinander sind, dann ist das für mich erstmal so eine grobe Raster für den Aufwärtstrend, aber der soll halt relativ klar von links unten nach rechts oben laufen. Dann ist das für mich immer interessant. Und dann zeigt er hier im Prinzip an die Lage des Open Interests. Das heißt, rote Seite sind die nächsten 60 Tage, wo sind die Calls, grün, wo sind die Puts. Und dann gibt es hier noch so ein Spezialding von mir, dass man sieht, wenn 60% Wertverfall ist, was würde dann passieren? Das heißt, das ist ja, wo muss der Kurs hinlaufen, damit ich den Wertverfall bekomme? Das heißt, hier steht ungefähr der Kurs und dann müsste er jetzt hier einmal hochspringen an einem Tag oder er kann die ganze Zeit rüberlaufen und dann hat das hier drüben. Dann haben wir noch die Probability drin, die implizite Vola und die Premium. Wenn die Premiums, also die Prämie dann so gering ist, da fasse ich die Dinge nicht an, weil da will ich kein Risiko dann unbedingt eingehen. Genau, und da gibt es dann verschiedenste Hinweise. Aber hier immer noch so niedrig. Na, bin gerade zu doof zu drücken. GM 26 Cent. Ja, 35 Cent, das ist alles gerade ein bisschen wenig. Man kann sich natürlich auch ein bisschen sortieren, dass man die höheren Preise gleich mal oben hat. Sowas hier. 75 Cent. Und dann gibt es ja den Knopf hier Load New Data. Das heißt, das sieht man auch, hat sich da was getan und der faire Wert ist dann noch ein bisschen runtergegangen. Das heißt, hier sieht man aber auch, wir haben hier nicht mehr so viel Spiel. Was siehst du hier in dem Chart, wenn ich das so zeige? Also ich würde da jetzt allgemein ein bisschen langsamer vorgehen. Das hast du jetzt gerade alles gut, richtig, aber auch sehr schnell hier vorgetragen. Was mir jetzt in Zu der schnell. Beschreibung fehlte, ist natürlich für mich als Optionshändler definitiv die Volatilität. Ich stimme dem nicht ganz so bei mit der Aussage, die Prämie ist mir zu niedrig, dann ist das Risiko gering. Das ist, ja, brauche ich dir als in Anführungszeichen Ingenieur nicht erklären, aber das ist von der Mathematik her schon eine nicht ganz richtige Aussage, ja, weil der Preis, der wird ja mitunter durch die Volatilität bestimmt, aber es impliziert nicht zugleich, dass wenn die Prämie niedrig ist, dass dann die Volatilität niedrig ist. Und wenn wir als Verkäufer von Optionen in den Markt gehen, ja, dann profitieren wir natürlich von einem Rückgang der Volatilität. Und das kann natürlich auch bei einer Prämie sein, die klein ist. Ja, also wenn, dann würde ich das erweitern, klein und niedrige
Volatilität. Ja, wenn man jetzt sagt, von wegen, das nehme ich jetzt nicht. Obwohl meine Aussage generell ist auch immer Pi mal Daumen, ich möchte circa 1 Dollar pro Tag verdienen mit der Prämie. Sprich, wenn wir jetzt 60 Tage Laufzeit haben, sollte die Prämie schon Minimum 60 Dollar sein. Ja, genau. Beziehungsweise hier eben Return on Capital sollte irgendwo in vernünftigem Maße sein, über 1% zum Beispiel. Ne? Das finde ich immer ein ganz gutes Maß. Und dann komme ich auch ungefähr auf diese Werte, was du sagst. Ja, genau. Ja. Genau. Und ja, schauen wir uns das mal an, was er so ausspuckt. Ist gerade ein bisschen mau, was das angeht. Wir haben hier relativ viel Werte, die relativ langsam laufen. Das muss ich auch nochmal erklären. Wir haben hier dieses Strangle. Das bedeutet nicht, dass hier ein Strangle empfohlen wird, sondern das sind einfach Werte, die letzten Monate. Das heißt, der steht jetzt hier zum Beispiel seit November relativ gesehen in der gleichen Stelle. Natürlich sieht man hier einen Abwärtstrend, aber es hat sich nicht viel getan. Und das filtert der hier raus. Wenn ich jetzt einen Turning Point hätte, oder habe ich nicht, PT1, dann ist da eine andere Dynamik auch gefordert. Ja, wie hier sieht man, dass dann einfach ein klarer Aufwärtstrend dann drin ist. Aber das hier gefällt mir jetzt schon deutlich besser hier, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. ROC, also Return on Capital, ist definitiv jetzt hier bei den. Hast du die Fragen im Blick? Ich habe es jetzt gerade gar nicht geschaut. Eine Frage ist schon für euch da. Wenn man die Aktienauswahl extrem vornimmt, extern vornimmt. Wenn man die Aktien, kann man dann auch. Also. Wenn man die Aktienauswahl extern vornimmt, kann man auf Basis der eigenen Trade-Richtung gezielt eine oder mehrere Strategie suchen und dafür die ideale Kombo ermitteln. Definitiv. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise dir einen Titel raussuchst, ja, mit charttechnisch bärischer Ausrichtung, dann kannst du natürlich mit Hilfe von unterschiedlichsten Optionsstrategien natürlich auch diese angenommene Richtung begleiten. Genau, das heißt, ich muss aber dann selber mein Delta und so weiter bestimmen oder was ich dann für Abstände habe und so weiter. Ja. Genau. Ja, genau das. Aber das kann man definitiv machen, ja genau. Ich habe es jetzt hier im Trade Scanner bloß anders umgesetzt, dass ich eben sage, ich möchte hier verstärkt Werte haben oder wo die Strategie passt und dann auch die Ergebnisse liefert, dass man gar nicht groß denken muss. Genau, aber das hier könnte man, das ist ja eigentlich jetzt hier auch recht schön, mal schauen, was der aktuelle Kurs macht, ob der dann, ui, der ist abgesackt, das sieht man dann. Mag ich das jetzt hier gar nicht anfassen, ehrlich gesagt. Genau, aber dafür hat man es ja auch, dass man dann sehen kann, was passiert. Oh, geht auch nur so nach unten. Wir haben es halt heute live. Das heißt, wir suchen das auch live raus. Airbnb. Das ist eher hier, was mein Geschmack nachgeht. Ich kann jetzt das mal tatsächlich zeigen, dass wir dann auch ein paar Strategien haben. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, dass wir erstmal so einen klassischen Classical Put machen. Jetzt habe ich, wo sieht die TWS, oder? Ja. Gut. Das heißt, ich gehe dann rein, suche hier den Option Trader und dann ABN. Ne, war wieder falsch. Airbnb. Oder was auch ganz gut funktioniert, ist hier einfach die ISIN kopieren, dass man ja keinen Eingabefehler hat. Oder den Ticker, ne? Das klappt meistens ganz gut. Genau, und dann haben wir den 21.07., wenn ich es richtig gesehen habe. Ne, 30.06.
30.06. 38 Tage und dann den Strike von 95. Muss man mal schauen, dass man das richtig macht. Genau, ein Tag, Limitkurs. Jetzt haben wir ja hier Geldkurs, Briefkurs und dann ist die Mitte ungefähr bei 1,26, 28 in den Dreh. Dass wir auch genommen werden, nehme ich mal ein bisschen weniger gerade. Muss nicht sehen. Lass uns mal kurz stehen. Ich glaube, ich mache es nicht verkehrt. Gut, dann machen wir mal eine andere Strategie vielleicht auch noch. Klassischer Strangle. Da können wir uns ja auch mal, das heißt, dass wir, weil wir gerade. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, bei der Auswahl, also was mir jetzt gerade auch auffiel und die Frage, die kommt bei mir regelmäßig auch in den Clubs, ist immer der Spread zwischen Geld und Briefkurs, also zwischen Bid und Ask. Ja, ja. Und jetzt hat man gerade bei Airbnb gesehen, der Spread ist doch relativ hoch, ja, was jetzt wirklich nicht gerade so gut ist. Bei den 95 liegt der jetzt zwischen 1,24 und 1,32. Das ist jetzt nicht wirklich niedrig. Dann würde ich vielleicht empfehlen, auch wenn es der Trade Scanner so gibt, einfach mal zu schauen, wie jetzt beispielsweise der Spread von der nächstmonatlichen ist. Ja, wenn der jetzt auch weiterhin so groß ist, dann kann man die Weekly nehmen. Aber ansonsten, wenn man jetzt mal den 21. Juli nimmt, ich habe es jetzt nochmal geguckt, ich habe auch das Marktdaten-Abo, der Spread ist auch hier bei diesem Delta relativ groß. Ja. Also ist kein Unterschied. Also wenn man jetzt nicht den gleichen Strike, sondern das gleiche Delta wählen würde. Ja, nur da würde ich auch darauf achten, nicht zu hohe Spreads zu traden. Genau, ich habe eingestellt, dass er plus minus 10% hat. Ah, super. Also das ist es ja auch. Ja. Also 10% sind ja 13 Cent hier. War schon viel, ja, klar, aber man will ja immer noch Ergebnisse haben, sonst gibt es ja manchmal gar nichts mehr. Ja. Genau, also Hintergedanke, warum jetzt auch hier mal ein Strangle hilfreich sein könnte. Also wir sehen jetzt aktuell, dass der Kurs hier immer so hoch und runter geht. Und jetzt gerade sehen wir hier so ein kleines Teilbereich von der Korrektur. Und das ist eigentlich relativ schön dann für Strangles, weil man dann nicht erwarten muss, dass er dann gleich hochschießt. Das ist so meine Erfahrung. Genau, und deshalb gehen wir mal rein, was wir hier so an Empfehlungen haben. Ich möchte aber Werte, die jetzt nicht hier so riesen Gaps gehabt hatten, schauen wir mal, sondern die schön irgendwo seitwärts laufen. Das ist relativ gemütlicher Kurs. Aber wir haben auf der Call-Seite praktisch keinen Open Interest, was uns als Widerstand dient. Das gefällt mir dann nicht so gut. Ups. Hier auch. Es ist sehr auffällig, dass die Call-Seite nicht so stark bedient wird. Order ausgeführt. Jetzt ist ja auch hier mein Airbnb gerade ausgeführt worden. Das heißt, ich wäre bei solchen Werten dann immer sehr vorsichtig, die Call-Seite zu bedienen. Man kann natürlich die Put-Seite dann trotzdem machen. Versuchen wir mal was, wo wir etwas finden. Teradyne, Healthcare bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was meine Trades angeht. Aber das hier schaut doch schon gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist doch was für mich. Wir haben hier definitiv genug Call Open Interest. Hier Put ist ein bisschen wenig. Vielleicht können wir den noch ein bisschen runterziehen, dass wir auf diesen Strike dann raufgehen. Schauen wir mal. Strangle. Gut. Das war der Dash. Datum 23.06. Mal schauen, 23.06. Da ist er. Ne, ist er nicht.
23. Da ist er. Und dann brauchen wir den 56er Strike. Genau, hier sieht man es auch. Bisschen mehr toller. Ach, Quatsch, Strategy Builder. 56er Put. Und dann den 76er Call. Linke Seite sind die Calls. Das schaut auch gar nicht so schlecht aus. Dann Risikoprofil. Können wir uns mal anschauen, wie ich das rüberziehe, dass er auch sieht. Ups. So, einmal, dass man es auch sieht. Also maximale Rendite. Das sieht man, solange der Kurs hier drin ist, habe ich mein Zelt in Gewinn. Und je weiter er runter geht, desto kritischer wird das dann. Dann sehe ich, wie viel Margin brauche ich, was kann ich bekommen. Genau. Und die Wahrscheinlichkeit zeigt ein bisschen zu hoch an. Und den nehmen wir mal. Dann müssen wir hier wieder in die Mitte irgendwo reingehen. Jetzt 33, 1,50, ja, 1,35. Nehmen wir mal die Mitte. Mit Marktdaten ist es immer einfacher, weil man auch den Mitpreis hat. Gut. Jetzt ist er hier drin. Wir haben ja gerade gehabt, dass der Airbnb eingestoppt wurde. Das heißt, wir hatten die Order bekommen. Und dann, was ich immer mache, ist meine 60%-Regel, dass ich es sofort mache. Das heißt, 60% von 1,35 $, das kann man hier so ganz einfach rechnen. 1,35 mal 0,4. Ich mache es jetzt etwas absichtlich einfach. 0,54, das heißt 0,55. Ich mache Runde immer auf die Fünferstellen auf. Schließen, tue ich dann einfach, sagt dann 0,55, kann ich einfach so runter scrollen. Dann ganz wichtig hier GTC und dann drücke ich auf Übermitteln. Dann ist die Order schon mal im Markt. Gut. Gut, das ist jetzt mal ein Stranger. Genau. Dann deine Empfehlung. Genau. Vielleicht ganz kurz nochmal. Die Frage hat ja der Nelson hier gerade schon beantwortet, was für Marktdaten benötigt werden für die US-Aktien. Also ich habe jetzt über FX Flat das Marktdaten-Abo US Equity and Options Add-on Streaming Bundle. Das kostet 4,50 $ im Monat. Ja, das findet man unter Nordamerika Kurspakete. Ja, das ist das, was komplett ausreicht. Und die 4,50 $, die sind ja überschaubar. Ja, besonders wenn man ein bisschen mehr tradet, dann ist das ja weniger belastend. Genau. Genau, und hier im Trade Scanner brauche ich gar kein Datenabo, weil es einfach mit drin ist. Super. Super. Genau, dann. Nächste Geschichte. Was würdest du machen? Oder. Genau, ich wechsle mal kurz zu mir, wenn es sonst okay ist. So, jetzt muss ich mal kurz wissen, welchen Monitor ich jetzt hier habe. Seht ihr meinen FX Flat oder seht ihr meinen Chart? FX Flat. Okay, ja, dann kann ich es ja hier kurz zeigen. Also das ist jetzt hier dieses Kurspaket, was ich eben erwähnt habe, was ich hier abonniert habe. Ja, unter Nordamerika Kurspakete, Häkchen dran und dann hat man auch relativ zeitnah die Marktdaten zur Verfügung. Ja, und das ist halt wirklich hilfreich. Das ist jetzt hier unser Clubdepot, weil dann kann man auch schon direkt hier die Live-Daten jeweils sehen. Ja, das war jetzt gerade eben das Beispiel für Airbnb, was der Kollege hier vorgetragen hat. Was ich halt immer gerne mache, wenn ich mir den Markt anschaue,
Dann schaue ich mir also auch die unterschiedlichsten Indikatoren an. Die habe ich jetzt hier in dem O4W-Best-Indikator. Das ist von uns programmiert. Das basiert auf diverse Subindikatoren. Und da kann ich halt recht zügig erkennen, ob wir jetzt long sind. Dann ist es grün, weiß ist neutral oder rot, es ist bärisch. Und hier oben haben wir den Screener. Dann können wir sehen, wie lange was jetzt schon in dem Modus Long, Short oder Neutral ist. Ich habe jetzt hier bei diesem Screener die jeweiligen Indizes hier eingestellt, sodass man beispielsweise sehen kann, dass jetzt der Dow Jones schon seit 11 Tagen im Short-Bereich ist. Was ich eben auch erzählt habe, ist die Volatilität. Die ist für mich halt als Optionshändler und als jemand, der am Markt tradet, allgemein sehr, sehr wichtig, weil die Volatilität ist ja auch ein Panikindikator, ja, das heißt, wenn wir eine hohe Volatilität haben, dann ist es panisch, wenn nicht, ist es weniger panisch. Hier haben wir den VIX-Trader auch programmiert auf verschiedene Volatilitätsindizes und nahe der grünen Linie ist eine niedrige Vola, nahe der roten Linie ist eine hohe Vola und wir können es erkennen, wir sind jetzt schon längere Zeit in einem niedrigeren volatilen Umfeld. Was natürlich auch immer wichtig ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich die VIX-Terminstrukturkurve anzuschauen. Ja, das sind alles Futures auf dem Volatilitätsindex. Und je höher der Preis in der Zukunft wird, also wenn wir in der Zukunft höhere Preise haben als in der Gegenwart, dann ist es okay, ja, weil andersrum wäre es weniger okay, dann würden die Menschen mehr jetzt für die Absicherung zahlen als zukünftig, was natürlich dann auch schlussendlich aussagt, dass jetzt das Feuer direkt vor der Tür steht. Und da muss man natürlich aufpassen. Das kann man auch immer schön hier sich angucken, indem man einfach mal zurück in die Corona-Zeit geht. Da gehen wir mal schnell drauf. Februar 2020, da war es ja. Ups, jetzt habe ich das hier nicht angeklickt. Februar 2020, nehmen wir mal den 20. Februar. Ja, also bitte nicht hier drauf achten, das ist diese sogenannte Trump-Beule. Da hat der Markt schon die US-Wahlen so ein bisschen schon vorprognostiziert, was passieren könnte, wenn Trump sozusagen mit in der Wahl ist. Und was für mich jetzt interessant ist, wie sich die Kurve entwickelt. Wie gesagt, Best Case ist immer so, das ist Contango. Das ist eine gesunde Entwicklung. Und wenn es so wird, das heißt, wenn die Kurse in die Höhe schießen, dann entwickelt sich eine Backwardation und das ist halt auch ein Indikator für Panik. Und wenn wir uns jetzt mal den Verlauf anschauen vom 20. Februar und gehen jetzt einfach mal weiter, den nächsten Tag. Dann sieht man hier schon, wie sich der Markt stark zu einer Backwardation entwickelt hat. Ja, also das ist wirklich interessant. Also wir gehen jetzt noch mal davor. Ja, da sehen wir das. Und jetzt danach ist der, am Tag danach ist der sozusagen in eine Backwardation. Das hat sich immer mehr entwickelt. Und das ist halt de facto ein Panikindikator. Das heißt, ich würde mir immer die in Anführungszeichen Mühe, was ja eigentlich keine wirkliche Mühe ist, ja, bevor man einen Trade aufsetzt, mal ganz kurz auf den Volatilitätsindex blicken und sich anschauen, ob das jetzt in einem Contango oder in einer Backwardation ist. Wir haben das jetzt hier beispielsweise in dem Indikator auch inkludiert. Ja, das heißt, hier haben wir auch den Angstbarometer mit einem B, ja, inkludiert. Das heißt, hier sehen wir immer, wenn wir eine sogenannte Backwardation haben. Das ist halt ganz hilfreich. Und was ich auch mir immer gerne angucke, sind die zwei verschiedenen Volatilitätsindizes, nämlich der 9 Tage und der VIX. Ja, der VIX ist ja der in Anführungszeichen normale Volatilitätsindex, der bezieht sich so auf ungefähr 30 Tage. Und der Volatilitätsindex 9D, VIX 9D, das ist die orangene Linie, das ist halt auf 9 Tage bezogen. Und genauso wie eben bei der VIX-Terminstrukturkurve angezeigt, ist es natürlich, dass die VIX 9 Tage unterhalb der VIX 30 Tage liegt. Und wenn man sich die Situation hier anguckt, wo der Switch kam, ja, wo die 9 Tage auf einmal teurer waren als die 30 Tage, und dann hat man auch schon gesehen, dass der Markt hier sich nach unten entwickelt. Wenn man sich das hier anguckt, wo sich die Lage wieder normalisiert hat und der VIX 9 Tage unterhalb der VIX 30 Tage liegt, dann hat er sich sozusagen hier wieder schön erholt. Und hier haben wir schon wieder so einen Punkt. Also da kann man sich schon ein wenig
dran orientieren. Ja, und für alle, die sich gerne damit auch mal beschäftigen möchten, ne, wir haben hier den Panikindikator beziehungsweise den Panikbericht bei uns im Club, aber auch für all jene, die trotzdem davon profitieren wollen, die können sich über Instagram dazu anmelden. Bei mir in meinem Instagram-Account, ich poste das wirklich jeden Morgen. Hier wird es automatisiert um 6.30 Uhr gemacht. Der Panikbericht hat halt hier 9 Panikindikatoren und einer davon ist das, was ich eben auch hier gezeigt habe, die Volatilität. Ja, also die Volatilität hier als VIX-Terminstrukturkurve ist definitiv auch ein Indikator und zurzeit sind wir im grünen Bereich. Ja, das heißt, wir haben bis dato nur einen Punkt, der hier auf Panik geswitcht ist und das ist jetzt die inverse Zinskurve. Ansonsten ist alles in Ordnung. Den nächsten Punkt, den ich dann auch immer gerne mache, ich gucke mir natürlich immer die Entwicklung der einzelnen Werte an. Hier kann ich auch finvis.com empfehlen. Da geht man auf Maps und dann kann man hier auch die Zeit sich anschauen. Ja, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich mache jetzt jede Woche, rufe ich mal den Trade Scanner auf. Ja, der bietet ja schon viele Informationen, aber da kann man sich vielleicht auch noch mal vorher einfach mal einen kurzen Überblick über die Titel geben. Ja, also wie es ist. Und ich weiß, ganz viele schauen sich immer nur eine Woche an, aber oft überrascht es einen selbst. Und deshalb habe ich jetzt auch jetzt die Einjahresperformance hier aufgezeigt, wie sich manche Werte wirklich mega positiv entwickelt haben. Ja, ich meine, das sind jetzt hier diese Big Techs, die ja natürlich jetzt hier auch auffallen. Und wenn wir jetzt Nvidia sehen, wieder 84% plus, das hätte man natürlich auch immer mit Optionen begleiten können. Das heißt, von wegen, wenn jetzt beispielsweise der Trade Scanner jede Woche Nvidia ausgespuckt hätte, ja, dann hätte man halt jede Woche auch auf Nvidia beispielsweise einen Bullput Spread traden können. Ja, das hätte man natürlich dann machen können. Das kann man sich mit ganz vielen Werten dann auch aussuchen. Also von daher, der Trade Scanner von Markus, der ist ein Ideengenerator, definitiv, ja, und er hat natürlich auch eine ordentliche Grundlage. Nichtsdestotrotz bleibt es bei dir oder bei dem Trader, auch die Trades zu eröffnen. Ja, Markus, so weit sind wir noch nicht, dass dein Trade Scanner alles umsetzt. Ja, also das heißt, der Weg vom Trade Scanner zur TWS, der muss schon gegangen werden. Ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Und ja, auch noch, weil man auch da noch mitdenken soll, in gewissen Weise. Ja, 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 genau. Und ich meine, du sagst es natürlich immer, dass der Weg, den du gehst, irgendwie auch ein Shortcut ist. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass man auch sich mit Risiko, Money und Margin Management beschäftigen muss. Wir haben ja generell oder zumindest die Mehrheit ein Margin-Account, ja, und für Trades, die wir eröffnen, hinterlegen wir Margins. Und die Margins, die sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie das jeweilige Portfolio ist. Ja, und deshalb bei der Eröffnung des Trades kriegt man ja auch so ein Pop-up-Fenster und da wird ja auch der Ersteinschuss und der Mindesteinschuss, also die Margin, aufgezeigt. Und da muss man natürlich auch mal gucken, ja, wenn man jetzt einen Short Strangle beispielsweise auf einen stark volatilen Titel macht, ja, der vorher ordentlich einen auf die Mütze bekommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass natürlich die Margin sehr hoch ist. Und bei der Margin muss man halt auf die Margin-Auslastung gucken. Sprich, es ist wichtig, dass auch ordentlich und effizient einzusetzen. Es nützt mir nichts, wenn ich $50 auf der einen Seite verdiene, aber 20% meiner Margin ist damit ausgelastet. Dann ist das kein gutes Geschäft. Ja, das heißt, Margin ist auch unser Werkzeug und das muss beachtet werden. Und das kann der Trade Scanner gar nicht übernehmen, weil der Trade Scanner ja nicht weiß, was man für ein Portfolio hat. Ja, es ist genauso bei OptionStrat oder bei anderen Tools, da sieht man immer so ein Pi mal Daumen, was die Margin natürlich da oder was dieser Trade für eine Margin verursacht. Nichtsdestotrotz selber bei sich schauen, wie die Margin ist, damit man damit natürlich auch effizient umgeht. Der nächste Punkt, und da muss ich auch nochmal einen Dank an Markus hier aussprechen, der hat mir diesen Bot auch gegeben für unseren Telegram-Group-Channel. Ja, und dieser Bot vom Markus, ja, der gibt mir direkt mittags um, ich glaube, das ist 15, 15.30 Uhr, einen Überblick über den Markt direkt. Ja, ganz schön mit Lämpchen, ja, also mit einem Ampelsystem, rot, gelb, grün, da sind die Indizes drin, da sind die Energien drin, ne, also Öl beispielsweise.
Und ganz wichtig, und diese Seite kann ich empfehlen, wenn man jetzt diesen Bot von Markus nicht hat, ist dieses Kalenderchen hier. Ja, also das ist von forexfactory.com, dann klickt man auf Kalender und dann kann man sich hier auch die Termine anschauen. Und die Termine sind ja wichtig. Ja, da machen viele bei ihren Trades auch so sogenannte Blackout Days, ja, dass man halt bestimmte Termine, beispielsweise wenn Jerome Powell spricht, dann nicht als Tag nimmt, wo man vielleicht viel traden möchte. Ja, dass man da schon einfach sich mehr Wahrscheinlichkeiten schafft, weil schlussendlich ist es nichts anderes und ich weiß, dass das Wort benutze ich jetzt schon wirklich inflationär, aber ganz, ganz wichtig ist, wenn man erfolgreich im Optionshandel werden und dauerhaft auch bleiben möchte, ja, dass man zu einem Wahrscheinlichkeitsexperten wird. Ja, alles hat irgendwie eine Wahrscheinlichkeit. Also dieser Trade, den der Markus da eben vorgestellt hat, dieser Short Strangle, der hat eine Trefferquote von um die 80%, nehme ich mal an. Ja, das heißt, wir haben hier schon eine Wahrscheinlichkeit, 80% Profit damit zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das, was ich eben erklärt habe, auch nochmal anschaut, ist das natürlich eine Sache, die das Ganze noch verfestigt. Ja. Und da bekommt man halt dann Marktgefühl und dann kann man auch viel schneller mit den Trade-Ideen von Trade-Scanner arbeiten, weil man dann schnell auf einen Blick sieht, ja, von wegen, dass das eine Chance ist oder dass das vielleicht etwas ist, wo ich die Finger von lasse. Das hat der Markus ja auch gerade erklärt. Da war ja auch der eine Titel, wo er gesagt hat, von wegen, nee, da lasse ich jetzt auch die Finger von. Das liegt aber auch daran, dass der Markus sich auch schon länger intensiv mit der Marktsituation beschäftigt und das dann halt auch sehen kann. Und das ist halt ein Lerneffekt. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ja, also das ist definitiv. Oder Markus, wie siehst du das? Ja, genau. Das, man braucht ja immer ein bisschen Zeit, um hier die, also für mich ist immer das Wichtigste, hier so Trends auch lesen zu können, weil selbst im Trend kann ich schon sehr, sehr viel immer sehen. Ich habe hier genauso in dem Bot drin, ich habe ja den bei mir auch, dass ich auch genau das, was du gesagt hast, hier Contango, Backwardation wird hier angezeigt. Genau, ist ja immer schon drin, ja, also da schaut man drauf und es wird auch hier dieser Finanzkalender reinkommen und wo wir auch ganz stark hier im Team auch dran sind, ist im Prinzip, dass das Trading Journal möglichst bald erstmal bei uns in die Beta-Phase kommt, das heißt, wir reden jetzt hier von einer Woche oder so, wo wir als ja, die hier was beigetragen haben, das auch mal testen können und dann soll es so bald wie möglich dann auch freigeschaltet werden für den Rest. Trading Journal ist ein Riesenthema und dann, wie man Portfolio Management macht, das wird ein bisschen übertrieben werden auf den ersten Blick, aber es hilft im Prinzip jedem dann die Strategien klar zu definieren und zu sehen, was man gemacht hat und was man vielleicht ändern muss und so. Das ist ja, definitiv. Oder ob man sich, ja, also ich habe hier im Düsseldorfer Raum habe ich einen Freund, der ist Autoverkäufer. Ja, der sagt immer von wegen, er will sein Ziel in den ersten 3 Wochen erreichen, damit er in der letzten Woche immer Urlaub machen kann. Ja, und du weißt ja nur, wenn du was erreicht hast, wenn du das auch irgendwie dokumentiert hast. Ne? Wenn du jetzt viel tradest, dann musst du das natürlich auch machen. Also ich kann es jetzt mal kurz hier auch bei uns hier zeigen. Ne? Das ist natürlich wirklich was anderes. Das ist auch jetzt hier einfach so eine Dokumentation unserer Club-Trades, ja, in so einer Tabelle. Und dann haben wir hier beispielsweise auch unsere Monatsergebnisse, Monatsrendite. Unsere Monatsrendite ist 1%. Und dann sage ich ganz ehrlich von wegen, wenn ich jetzt das Pulver schon verschossen habe für diesen Monat, dann Fokus auf den nächsten Monat. Ja, das sind halt alles solche Kleinigkeiten, wo man auch einen Mehrwert von hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel wirklich so ein tolles Trading-Journal da bietest, ja, wo man auch die Trades aus der IB, also von Interactive Brokers sich da reinladen kann, ja, das wäre natürlich wirklich mega, weil bei vielen scheitert es ja definitiv an dem manuellen Aufwand. Ja, ja, beziehungsweise, dass man aus dem Trade Scanner zum Beispiel
weil da stehen ja fast alle Daten drin, die ich brauche, dass dann nur noch ein Klick ist und die Daten sind im Trading Journal drin und ich gebe nur noch den Preis ein. Warum sollt ihr den Rest eingeben? Das macht keinen Sinn, weil ja eh schon alles dasteht. Und Ja. dann auch eine Trade-Überwachung ist natürlich dann wunderbar möglich, dass man sagt, zum Beispiel, wenn das Delta so und so hoch wird, kriege ich eine Meldung und Hilfe, schau mal drauf oder so. Ja. Nur, Das man muss natürlich auch immer trotzdem Systeme sind gut, ja, aber Systeme sind so oder so natürlich auch anfällig, ja. Also, will damit sagen, auch beim Trading Journal oder bei allen anderen Dingen, ja, wichtig ist, dass man im Zweifel es auch irgendwie, ja, zumindest zum Teil selber kann oder anders ausgedrückt versteht, wie es funktioniert. Ja, richtig. das Ja, ist genau. das, was ich immer sage, damit man nicht zu große Abhängigkeiten aufbaut. Absolut. Deshalb wird es auch sehr einfach sein, dass es gut verständlich ist, jeder Schritt. Genau. Oh, das, wie schon gesagt, wir sind sehr stark jetzt oder kurz vor der Testphase ins Go Live und dann wird es bestimmt spannend für viele werden. Super. Ja, Markus, vielleicht hast du noch die ein oder andere Idee, die du uns jetzt noch mal vorstellen könntest. Sofort, ich suche gerade mal raus, was ich heute auch selber getradet habe noch. Ganz gleich. Jetzt macht er mir das nicht auf, was ich hier aufhaben will. Ich werde. Geht jetzt noch was? Welchen Monitor seht ihr? Eins. Präsentation. Okay. Jetzt mal schauen. Riley. Also ich hatte jetzt heute diesen Trade nicht so ganz schlecht gefunden. Also ich, klar ist er hier im Abwärtstrend, hat aber hier so auch gewisse Stärke gezeigt und ich gehe dann einfach hier 27,5, also relativ weit weg. Das ist so, was ich heute gemacht habe, jetzt hier so weit runter und dann 21.07., also der normale Monatsverfall. Das war so mein Gedanke für heute. Super. 21.07. ist hier, ja. Und habe 85 Cent gekriegt dafür, fand ich jetzt nicht schlecht für 28% Abstand. Machst du eigentlich dann, wenn du jetzt so eine Trade-Idee hast, beispielsweise mit wirklich kleineren Prämien, gehst du dann von der Skalierung nach oben, dass du sagst, Ja, genau. ja, warum nicht? Hauptsache, die Positionsgröße wird nicht überschritten oder wie machst du das, Markus? Ja, also ich baue mir dann zum Beispiel oder habe ich aktuell das eben so, dass ich dann sage, okay, was ist das jetzt hier? Und dass ich mir dann immer ausrechne, jetzt Cash Secured Put, wie viel nötiges Kapital benötige ich dafür? Wo ist die Sicherheitsabstand, jährliche Rendite und so weiter, wird alles dann schon mal, berechne ich mir dann. Ja. Super. Also so mache ich das, dass ich dann immer, ich habe aktuell das so, dass ich ganz grob Hausnummer 10.000 Dollar immer pro Trade dann mache. Ganz grob. Okay. Ja. Genau, das war so meine Idee heute. Ich hatte auch mal so ein bisschen was Kurzfristigeres gemacht, jetzt vor kurzem hier mit dem SPY, was er hier unten war. Einfach jetzt für die paar Tage 415er für 60 Cent und habe den heute zurückverkauft für 10 Cent. Jetzt habe ich es natürlich entspannt. Nur, da muss man ja ganz ehrlich sagen, da brauchst du schon ein größeres Konto für. Eine nackte Option auf 415 würde ja im schlimmsten Fall 41.500 Verlust ohne vereinnahmte Prämie sein. Ja, Also da genau. sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du das ohne eine Absicherung, ohne eine weitere gekaufte Option machst, bist du natürlich schnell bei einer sehr hohen Marge. Ja, genau. Genau. Sonst noch Fragen oder?
Das waren so meine Ideen für heute. War jetzt gar nicht so viel. Nee, ich glaube, heute hat auch nur einer hier gefragt, ne? Sind da sonst noch Fragen vielleicht zum Markt oder zur Option oder ja, zu Strategien? Kann man es zusammenfassen, dass der Scanner auch fürs Kurzfrist-Trading taugt? Das ist eine gute Frage, Markus. Was ist da kurzfristig? Also unter einem Tag ist es halt schwierig mit dem Scanner. Aber prinzipiell kann ich ja sagen, welche Days Range möchte ich. Das heißt halt zum Beispiel in der Wochenoptionsbasis, das heißt 1 bis 4 Tage oder sowas, kann ich schon Sachen raussuchen. Das geht definitiv. Aber das Risiko wird halt immer, ja, ist halt ein bisschen anders. Meine Zeiteinheit ist es normalerweise nicht hier für die kurzfristigen Geschichten. Ich mag lieber die 30 bis 60 Tage, einfach weil ich dann mehr Zeit zum Handeln habe. Bei Indizes, klar, da geht es auch ganz gut, weil man es ein bisschen abschätzen kann. Und dann habe ich natürlich hier das Thema Prämie zu, was binde ich an Kapital? Also da auch wieder die Margin ist ja dann so das Thema. Also hier klar habe ich die Margin und reicht das denn? Ja, aber er hat jetzt hier genau, er hat kurzfristige Swings für Weekly. 30 bis Ja, 60 Tage das macht geht. nur für große Konten Sinn. Kann ich jetzt Nee. nicht, ja, große Konten, es ist immer eine Frage, was ein großes Konto ist. Also ich würde sowieso, also das ist meine Empfehlung im Optionshandel. Bei mir im Club sage ich von vornherein, wenn du unter 10.000 Dollar hast, würde ich nicht Optionen handeln. Das ist meine Meinung, weil das Problem ist ja jetzt nicht nur, dass man weniger traden kann, das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass es häufig auch Margin kostet, wenn man irgendwelche offenen Trades auch noch reparieren möchte. Ja, die Möglichkeiten sind natürlich dann begrenzt, wenn du zu wenig Geld hast. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Grenze bei FX Flat ist für die Eröffnung eines Margin-Kontos, aber ich glaube, das liegt ungefähr bei 2.000, 3.000 Dollar. Die sind da definitiv. 2000, ja. 2.000, okay. Wobei man auch immer einen Puffer mit einberechnen sollte, wenn sobald man da drunter kommt, dann kann man entsprechend auch nicht mehr auf Margin handeln. Ja, und dann ist genau, also das ist dann schon direkt wieder ein Grund für mich, da auf jeden Fall Puffer reinzubringen. Und ich hab's eben gesagt, dass das Problem ist einfach, wenn du zu wenig Geld auf oder wenn du ein zu kleines Konto hast, dass halt die Möglichkeiten begrenzt sind. Jetzt, wenn du knapp über 2.000 bist und fällst da drunter, was natürlich schnell passieren könnte, dann bist du nicht mehr im Margin-Bereich. Das ist natürlich erst auch schlecht. Und zweitens, selbst wenn du über 2.000 bist und willst halt wieder was Neues eröffnen, um vielleicht die Situation wieder zu retten, ja, dann ist es de facto so, dass das Margin kostet. Und der letzte Punkt ist natürlich auch, dass die Margin dynamisch ist. Ja, das heißt nicht zwingend die Margin, die du hattest bei der Eröffnung, bleibt so. Ja, ich kann nur sagen, Öl, als der Ölkurs damals so stark nach unten ging und da, wo man Öl mit einem Strike-Preis von 0,5 traden konnte, kaum zu glauben, ja, da hat sich, glaube ich, die Margin vervierfacht. Ja, also da muss man schon aufpassen. Also das eine, Harald, das eine schließt das andere nicht aus. Der Markus hat jetzt nur gesagt, dass er gerne 30 bis 60 Tage tradet, was aber nicht bedeutet, dass er oder wir nicht 6 bis 12 Monate traden. Also Leaps kann man, das sind die langlaufenden Optionen, kann man natürlich auch gut traden. Genau, kann man auch sich so einstellen. Ganz wichtig bei mir in den Einstellungen, das Avoid Earnings muss dann ausgeschaltet sein, weil die sind natürlich nach 3 Monaten, Dann. kommt da nichts. Ja. Das ist genauso bei den ETFs, dass die nicht auftauchen, solange die Earnings angefragt sind. Weil es keine Earnings gibt. Genau. Ja, wir hatten ja hier noch die Angebote, gell? Die kann man noch bringen. Also wenn man sich jetzt anmeldet hier über diesen oberen Link,
bekommt man 2 Monate kostenlos beim Thorsten im Club. Und ansonsten gibt es hier im Shop den FX Flat 23. Dann bekommt man 10% Option Scanner Advanced oder Basic, was ja doch eine schöne Geschichte ist. Ja, sehr, sehr gut. Und all jene, die in meinen Club kommen, ja, die werden auch den Markus dann nächste Woche bei uns im Club mal live erleben dürfen. Ja, also das nur mal ein kurzer Hinweis, ja, dass der Markus auch bei uns einen Auftritt hat, ja, wo wir uns auch schon sehr darauf freuen. Ich mich auch, genau. Gut. Dann gehen Okidoki, also ne, man muss es nicht länger machen, als es ist, wenn jetzt keine Fragen mehr sind und wir sind auch thematisch jetzt durch. Ne? Dann übergeben wir wieder an Nelson. Ja. Ja, also erstmal vielen Dank für das für heutige Webinar und natürlich, wenn Fragen dann doch noch auftreten, auftauchen im Nachhinein, wenn Sie sich zum Beispiel auch die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie die Fragen auch gerne an FXFlat weiterleiten oder beziehungsweise senden und wir leiten das entsprechend weiter, wenn das jetzt keine allgemeinen Fragen sind, die wir auch eventuell auch beantworten können. Und ich denke, dass Sie dann entsprechend auch von den zwei Kollegen hier auch entsprechend auch eine Antwort bekommen. Ansonsten, ich denke, diese Woche sollte das tatsächlich auch klappen, dass die Aufzeichnung auch so schnell wie möglich online kommt. Dann können Sie sich das entsprechend alles in Ruhe anschauen und nacharbeiten. Geben Sie einfach bei YouTube FXFlat ein, dann werden Sie unseren Kanal finden. Und dort ist auch eine Playlist mit Markus und Thorsten. Und natürlich auch Thorsten hat auch eine eigene Playlist, wo er dann weitere Webinare mit uns gemacht hat. Da können Sie sich entsprechend auch anschauen. Und ja, ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank für das Interesse und dass Sie heute live dabei waren. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf viele Trades auf. Und ihr zwei habt dann das Schlusswort heute. Danke. Ja, nochmals vielen Dank an die ganzen Zuhörer, Zuschauer und natürlich auch an FXLED, ja, dass wir uns hier vorstellen dürfen. Und wie immer, Markus, mit dir macht es einfach Spaß. Ja, war wie immer gut und wie immer top vorbereitet. Ja, also ich fand es gut. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch fürs Zuschauen, auch wenn Sie jetzt gerade noch im Video sind oder so. Vielen Dank. Super, danke. Tschüss. Ciao.